So süß haben Fans die kleine Delia von GZSZ-Star Jörn Schlönvogt und seiner Frau Hanna Weik sicher noch nie erlebt. Die kleine Familie war jetzt in Köln zu Gast, um im Super Candy Pop-Up Museum den neuen XXL-Kühlschrank der Initiative Milch einzuweihen. Am neuen Walk-in-Fridge verrieten die beiden jetzt in TV, dass auch ihre fast vierjährige Maus Delia Milch über alles liebt. Ja, wir achten extrem auf die Ernährung von unserer Tochter. Da geht's morgen beim Frühstück schon los. Sie bekommt meistens immer Käsebrot, das liebt sie. Ja, sie liebt Milch, sie trinkt am Abend zum Beispiel super gerne Milch zum Einschlafen. Und das erlauben wir auch immer, weil wir finden es super gesund. So ein süßes Ritual einfach, ja. Das ist auch niedlich. Sie schläft dann einfach besser. Neben dem GZSZ-Traumpaar war die frisch gebackene unter uns Darstellerin Milja Dumont vor Ort, die sich besonders über VIP-Gast Franziska van Almsick freute. Die einstige Profischwimmerin verriet dabei im Interview, welche Kindheitserinnerung ihr in den Sinn kommt, wenn sie an die Milch denkt. Milch war irgendwie immer präsent, ne? So. Also ich mag Milchreis, Grießbrei. Ich bin ehrlich gesagt nicht so die Glasmilchtrinkerin. Ich habe gerne Milch mit irgendwas drumrum oder mit irgendwas drin, Müsli, Porridge, also all die Sachen, die man so machen kann mit Milch. Die finde ich super. Bei dem außergewöhnlichen Event im Super Candy Pop-Up Museum in Köln ging es natürlich auch darum, rund um die Milch aufzuklären und zu inspirieren. Laut einer aktuellen Marktforschungsstudie im Auftrag der Initiative Milch genießen nämlich rund 90% der Deutschen regelmäßig Milchprodukte. Und ab sofort können sich interessierte Selfie-Fans, aber natürlich auch Influencer, zudem in dem neuen XXL-Kühlschrank im Super Candy Pop-Up Museum Köln mit ihren Lieblingsmilchprodukten fotografieren. Was für ein Erlebnis!